Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Thüringen. Ich schwing mich jetzt auf mein Moped und fahre so schnell wie es auch geht zur Wache. Natürlich mit meiner Simi. Und damit herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von den Landwirtschaftssimulator 17 Feuerwehr. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ich wurde jetzt geblitzt, okay. Das ist natürlich jetzt nicht schön, gerade wenn man zum Einsatz fährt, ist das nicht gerade so eine tolle Sache. Aber nun ja, das kann man natürlich jetzt auch nicht mehr ändern. Ich wollte jetzt eigentlich schnell an der Wache ankommen und dann sofort zum Einsatz düsen. Ich weiß noch nicht, was los ist. Ich wurde gerade alarmiert, mitten in der Nacht. Und wir erfahren gleich mehr. Also hier seht ihr nochmal mein Prachtexemplar. Die Simson, ein richtig schickes Ding auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal rein, liebe Leute, und gucken uns mal das Fax an, was wir bekommen haben. Wir ziehen uns erstmal um und dann holen wir uns das. Wir haben, hier ist es. Wir haben einen Einsatz, ein Verkehrsunfall an der Kuhweide 1. Ein PKW ist von der Straße abgekommen und es ist in einer Felswand gemündet oder verunglückt. Unsere Aufgabe steht jetzt darin, dieses Fahrzeug abtransportieren und falls noch irgendwelche Gegenstände auf den Straßen liegen, diese natürlich zu entfernen. Das erste Fahrzeug, das jetzt ausrücken wird, ist unser KDOW 1. Kommando Leitwagen 1 rückt zum Einsatzort aus. Und es ist auch wirklich sehr, sehr dunkel heute in dieser Folge. Das habe ich natürlich nicht ohne Grund gemacht. Vielleicht kennt mich der ein oder andere schon. Ich habe da etwas Neues für euch. Das zeige ich euch jetzt demnächst gleich, nachdem ich jetzt eingetroffen bin. Okay, wir haben hier einen Baum auf der Straße liegen. KDOW 1 am Einsatzort eingetroffen. Ich werde mir die Unfallstelle erstmal anschauen und dann sehen wir weiter. Also wir haben hier, wie gesagt, ein verunglücktes Fahrzeug, ein PKW, ein Geländejeep. Er ist von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Felswand geprallt und befindet sich in jetzt einer ungünstigen Position. Er hat dabei einen Baum umgerissen, aus bisher noch ungeklärten Gründen. Da steckt doch vielleicht Alkohol am Steuer oder auch nicht. Ja, das klärt die örtliche Polizei demnächst. Aber unsere Aufgabe besteht jetzt darin, natürlich dieses Fahrzeug sicherzustellen und abzutransportieren und diesen liegen gebliebenen Baum von der Straße zu räumen. Zum Glück ist hier niemandem etwas passiert, so wie es jetzt auf den ersten Blick aussieht. Aber das Weitere sehen wir ja dann demnächst. Das nächste Fahrzeug, das jetzt ausrücken wird, ist unser HLF. So, jetzt habe ich es. Das Hilfeleistungslöschkronfahrzeug 1 zurück zum Einsatzort aus. Und man muss auch wirklich mal sagen, das Blaulicht, liebe Leute, es sieht so richtig, richtig nice aus. Das kann ich immer wieder wiederholen. Also ich mag das auch gerade wirklich, wenn es jetzt so richtig stockefinster dunkel ist hier im LS17. Und man dann mit Blaulicht und Martinshorn durch die Gegend fährt, dann ist das alles schon richtig realistisch. Also das wirkt alles so richtig, richtig, richtig cool auf jeden Fall. Also da muss man immer wieder sagen, Respekt an alle Modder, die solche Fahrzeuge oder generell Mods für den Landwirtschaftssimulator erstellen. So, Martinshorn einschalten. HLF 1 am Einsatzort eingetroffen. Da der Baum jetzt die Straße blockiert, muss ich mir jetzt mal kurz einen anderen Weg suchen, um auf die andere Straßenseite zu gelangen. Ich fahre jetzt einmal hier auf die Wiese, dass ich wieder auf der Entgegenspur mich platzieren kann. Denn ich muss ja hier auch natürlich die Straße absperren und den Verkehrsteilnehmern mitteilen, dass hier etwas anders ist als sonst. Also ich habe jetzt erstmal die Straße abgesperrt, damit die anderen Verkehrsteilnehmer auch wissen, dass hier gerade ein Einsatz stattfindet. So, zu guter Erst mache ich erstmal alle Gerätefächer auf. Das macht man natürlich auch so, wenn man am Einsatzort eingetroffen ist. Das könnte jetzt ein bisschen länger dauern, denn ich
Hab mir, ja, wirklich letzte Woche die Finger verbrannt. Das macht sich jetzt alles nicht so schön in den Feuerwehrschutzhandschuhen. So, ich glaube, jetzt ist alles offen. Hier machen wir noch die Klappe auf. Die ist ja auch noch eine. Ja, auf der anderen Seite auch noch, aber die beiden brauchen wir erstmal bloß. Und somit hole ich jetzt das nächste Fahrzeug. Das ist jetzt das. Nee, der Rüstwagen. Und hier, liebe Leute, ist das, was ich euch heute in dieser Folge zeigen möchte. Ich habe einen kleinen Anhänger jetzt am Rüstwagen dran. Und ich weiß jetzt nicht, warum hinten jetzt das Gerätefach offen ist. Jetzt muss ich kurz mal aussteigen. Das tut mir natürlich sehr leid. Also ich weiß jetzt nicht, warum das jetzt auf ist. Das hat wohl jemand vergessen, wieder zu schließen. Okay, das ist jetzt getan. Und ich kann jetzt mit den Rüstwagen zum Einsatzort fahren. RW1 zurück zum Einsatzort aus. Ihr seht es vielleicht schon selbst, liebe Leute, es ist ein Flutlichtanhänger. Natürlich, was macht denn Flutlicht? Natürlich, es beleuchtet die Straßen oder wie in diesem Fall die Einsatzstelle. Und gerade wo es jetzt so richtig stockeduster ist, ist das Ding schon mal richtig gut. Da passt es wirklich schon sehr schön rein in diesen Einsatz. Ich wollte diesen eigentlich schon in der letzten Folge verwenden, aber in der letzten Folge hatte ich ja das mit den Coca-Cola-LKW, was auch wirklich sehr gut angekommen ist bei euch, liebe Leute. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass das so gut ankommt. Aber auf jeden Fall hat es mir Spaß gemacht, mit den Coca-Cola-LKW um die Gegend zu fahren. So, ich müsste jetzt auch gleich am Einsatzort eingetroffen sein. Jetzt muss ich bloß noch eine Stelle suchen, wo ich dann diesen Anhänger platzieren werde. Das ist jetzt auch nicht so schnell gesagt. Ich muss mir erstmal Platz suchen. Da, wo der Anhänger jetzt perfekt hinpasst. Ich würde sagen, ich stelle den rückwärts in diese Straße hinein. Also, dann haben wir diese auch noch gleich provisorisch abgesperrt mit diesem Anhänger, obwohl das jetzt ein bisschen blöd rüberkommt. Aber immerhin, es ist ein guter Platz. Der beleuchtet dann alles schön aus. So muss das natürlich sein. Und dann könnte ich den eigentlich auch schon öffnen. Dann mache ich das einfach mal. Und ich sehe gerade, ich habe mich gerade so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht. Ich glaube, das muss so sein. Also nimmt mir das jetzt nicht so übel. Das ist gerade alles ein bisschen kurios hier, aber ich weiß echt nicht, was hier gerade passiert, liebe Leute. Ich stecke gerade wirklich fest. Also, was ist denn das für ein Zaun? Ich hätte gedacht, ich komme jetzt hier rückwärts rein, aber nee, das ist natürlich nicht wieder so. Ach Mensch, jetzt wollte ich hier heute mal so eine richtig geile Folge hinlegen und jetzt fahre ich mich auch noch fest. Ist das nicht wunderbar? Ey, sag mal, das ist klar, dass das wie an mir passiert. Also, Manometer. Und die Kuhglocken gehen mir auch auf die. Piep! Genau. Das sage ich jetzt einfach mal nicht. Tja, also das tut mir natürlich jetzt leid, dann muss ich das jetzt wieder provisorisch alles machen. Dann mache ich jetzt einfach mal einen auf den und mache die Umfeldbeleuchtung an. Stellt euch jetzt einfach vor, liebe Leute, dass der. Ach nee, es funktioniert doch. Oder. Ich probiere es jetzt einfach mal kurz rauszukommen. Ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie schneiden. Das gehört alles zu diesem Video dazu. Also an alle, die jetzt irgendwie schreiben, was machst du da? Da kann ich euch wirklich eine Antwort geben. Ich weiß es gerade selber nicht. Ich bin ganz normal rückwärts reingefahren in diese Gasse, Straße oder so. Und jetzt stehe ich hier ganz komisch und ja, es ist schon sehr, sehr kurios hier gerade, ne? Habe ich jetzt das Licht eingeschaltet? Müsste das auch irgendwie einschalten, ne? Also das wäre gar nicht so eine schlechte Idee. Wenn ich das machen würde, wie geht denn das? Das verstehe ich gerade überhaupt gar nicht. Es müsste doch eigentlich. Ach, jetzt. Jetzt ist es an. Oh, ja, immerhin, ich habe jetzt die Einsatzstelle gut ausgeleuchtet. Also was will man mehr? Also nehmt mir das jetzt bitte nicht übel, wie gesagt. Also das Fahrzeug steht jetzt eigentlich perfekt mit vier Rädern auf der Straße. Also das gehört einfach auch mal zu so eine Folge hier, ne? Also, na klar, wenn ich mal so eine richtig geile Folge machen will, dann passt das natürlich alles wieder nicht zusammen. Ja, also ein klitzekleines Fail-Video passt hier auch gut rein. Ja, dann kommen wir auch gleich mal zum neuen Fahrzeug, kurzen Themawechsel. Das nächste Fahrzeug, das jetzt ausrücken wird, ist unser NEF-1. NEF-1 zurück zum Einsatzort aus. Hier war das Martinshorn. Ich habe das noch gar nicht so oft verwendet. NEF1 am Einsatzort eingetroffen. So, und natürlich, was darf denn bei solcher Art Einsätze nicht fehlen?
Natürlich ein Rettungswagen. RTW1 rückt zum Einsatzort aus. Also man muss auch wirklich sagen, die Straßen sind jetzt nicht gerade von Vorteil, denn ich muss wirklich sehr langsam fahren, wie ihr das vielleicht merkt, dass ich auch wirklich rumkomme. Ich möchte das auch ein bisschen realistischer rüberbringen mit der Fahrweise von mir persönlich. Aber das funktioniert immer nicht so prickelnd, denn ich möchte auf einer Seite schnell, aber auf einer anderen Seite auch wieder perfekt am Einsatzort eintreffen. Aber das klappt nicht so immer, wie ich mir das vorstelle. Aber ich schaffe das schon irgendwie. Okay, RTW1 am Einsatzort eingetroffen. So, jetzt muss ich kurz nochmal schauen. Ach nee, das lasse ich jetzt einfach so. Okay, dann steige ich jetzt aus und widme hier mir jetzt diesen Baum. Ich hoffe, ich kann hier trotzdem noch vom Rüstwagen jetzt die Gerätefächer öffnen, damit ich mir eine Kettensäge rausholen kann. Ansonsten müsste ich jetzt einmal um den Baum rüberlaufen und mir eine Kettensäge aus dem Haarlef holen. Möchte ich jetzt eigentlich auch nicht, denn ich möchte jetzt eigentlich nur so schnell wie möglich diesen Baum von der Straße bekommen. Also nervt euch das auch, liebe Leute, mit den Kühen hier? Ich glaube, die sind heute wirklich gut drauf. Also der Tag beginnt ja noch gar nicht. Wir haben es gerade Mitternacht, 23.21 Uhr. Und die ganze Zeit hört man bloß diese Kuhglocken. Mensch, das ist ja wirklich heute ein Einsatz der besonderen Art. Es ist ja auch heute, Freitag, der 13. Also jetzt habe ich mal ein perfektes Thema gefunden, liebe Leute. Also besser geht's ja gar nicht. Das ist ein Pechtag. Ja, und ich glaube, Pech habe ich hier auch gerade in dieser Folge. Ich wollte das einfach gar nicht so. Ich wollte ganz normal reinfahren und mich hinstellen und das nächste Fahrzeug holen und blibablub, wie ihr das einfach kennt, liebe Leute von meinen Videos. Aber da passiert einfach sowas. Ich verstehe das nicht. Liegt das vielleicht an der Map? Ich bin mir nicht so sicher. Aber trotzdem widme ich mir jetzt diesen Einsatz und bringe das hoffentlich noch ein wenig gut rüber. Jetzt bin ich gerade irgendwie auf die Weide gerannt. Bitte lass mich, sonst verarbeite ich dich zu Hackfleisch. Sag mal, ist das ein Schaf? Ach, das ist eine Schafweide. Okay. Und da drüben sind die Kühe. Ah, okay. Na, ich mag nicht so Schaf. Ich lasse dich lieber in Ruhe. Ansonsten würde ich lieber deine netten Nachbarn darüber bevorzugen. Da drüben bevorzugen. Also Schweinefleisch ist schon lecker, ne? Muss man mal sagen. Und Kettensäge macht das, glaube ich, auch. Also da muss man nicht unbedingt irgendwie einen Fleischwolf haben. Ich glaube, eine Kettensäge macht das auch richtig schön. So eine richtig schöne, weiß ich nicht, schöne Schnitzel. Ja, aus der Kuh schnitzen natürlich. Ja, bestimmt. Nee, also kommen wir mal wieder zurück zum eigentlichen. Kommen wir zu diesem Baum, den ich jetzt wirklich mit Gravur hier zerkleinere. Also besser geht's echt gar nicht. Immerhin eine Sache, die heute geklappt hat in dieser Folge. Ach, das tut mir auch wirklich sehr leid, was hier gerade eben alles passiert ist. Aber ich konnte das leider jetzt auch nicht ändern. Also, ich weiß auch nicht. Ich packe jetzt erstmal was, das Objekt zu schwer. Was? Muss ich das nochmal zerteilen oder was? Ach Mensch, ihr macht mich hier noch fertig. Also, der Tag ist heute wirklich nicht so schön. Das passiert mir eigentlich wirklich nicht zu oft. Also, das passiert wirklich, sag ich es mal, wenn es drauf ankommt, im Monat so ein bis zwei Mal oder so. Also, so oft passiert das eigentlich alles gar nicht. Hier, dass mich irgendwie eine Map aufregt oder so. Oder ich mit einem Fahrzeug irgendwo verbacke in einer Wand, mich festhänge. Das passiert eigentlich sehr, sehr selten. Und heute war mal wieder so ein Tag. Ja, Freitag der 13., muss man da wirklich mal zu sagen, wo heute das mal wieder passiert ist. Also der erste Fail in meinem Video im Jahr 2017. Ich finde es aber wirklich sehr schade. Aber nun ja, so. Also langsam ist mir der Baum nicht mehr so geheuer. Die ganze Zeit steht es zu schwer. Sag mal, ist das dein Ernst? Also das würde ich ja mit einem kleinen Finger wegheben. Tja, dann muss ich das nochmal halbieren und auf gut und Glück nochmal probieren, ob ich das jetzt hier wegräumen kann. Also ich hoffe es einfach mal. Also guckt euch das an. Euro-Training. Der schafft das wirklich krass. Also das sind ja auch Brocken. Damit könnte man, ja, 2 bis 3 Tage heizen. Ja, müsste man mal zu sagen. Ganz schön fetter Baum. Aber man muss sagen, dieser Baum ist von innen ganz schön hohl. Das liegt auch daran, dass der jetzt auf der Straße gelegen. Ach, Mensch, also heute ist wirklich eine Folge, wo man jetzt ausrasten könnte, aber ich mache das nicht, denn ich stehe nicht so auf Ausrasten. Heute klappt einfach mal gar nichts. Ansonsten mache ich das auch immer so, ja, da sind die Bäume auch immer so von der Dicke her. Aber nee, heute klappt echt wirklich gar nichts. Das ist wirklich ein richtiger Pechtag, der mir wirklich nicht wie positive, ach komm, lass den jetzt halt liegen, positive Geschehnisse hinterlässt.
Aber nun ja, der Baum ist geräumt und es sieht, ja, schön aus auf jeden Fall. Das Fahrzeug wird jetzt demnächst noch von der örtlichen Abschleppgemeinschaft oder Gewerkschaft abgeholt bzw. abgeschleppt. Den Fahrer geht es dementsprechend gut. Er hat bloß ein paar Kratzer von sich getragen und er hat sich den Arm dabei gebrochen bei diesem außergewöhnlichen Stunt, den er hier hinlegen wollte. Vielleicht wollte er irgendwie eine Szene von Alarm für Cobra 11 nachmachen, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das wollte oder nicht. Es könnte auch ein anderer Grund dahinter liegen. Okay, die Leute. Das war eine neue Folge von den Landwirtschaftssimulator 17. Feuerwehr. Ja, wenn man da schon hinschaut. Na, wenn euch dieses Video von mir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr dürft mich auch gerne abonnieren und schreibt doch mal eure Meinung zu diesem Video unter diesem Video in die Kommentare. Ich würde mich selber freuen und falls ihr Fragen habt oder Äußerungen, könnt ihr diese auch unter diesem Video schreiben. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen oder einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.